Hallo und herzlich willkommen zurück zum OPOT, zum LS19 Landwirtschaft auf der Kandeline. Wir sind gerade hier bei Maisfeld auf Feld 17 zu düngen. Danach werden wir auf dieses kleine Stück auf Feld 12 fahren. Weil wir wollen ja. Oh. Auch einen guten Ertrag haben nachher beim Häckseln. Aber beim letzten Mal hatten wir Silage in die BGA gefahren. Wir haben echt nicht durch diesen Fehler mit der Plane ist eben sehr viel verloren gegangen. Aber das werden wir dann dieses Jahr aufholen. Mit 8 Silos. Die wir jetzt da auf dem BGA-Gelände haben. Und für nächstes Jahr haben wir dann hier auch überall Fahrgassen drin. So. Gab es hier nicht eine Feldausfahrt? Ach nee, die hatte ich damals gemacht, wo der Hof hier noch war. So. Ah, hier sind unsere Kühe. Schön auf der Kuhweide. Erstmal nur 25. Aber ich hatte mal gesehen, die geben auch schon Milch. Kurz gucken. Okay, das ist voll gedüngt. So, wir wollten immer Biomilch, 70 Liter, nicht viel, aber was sind die höchste Zahl? 20, 21, 23, 24. Sind 14, 18, 20, 21. Haben wir nur 24? Wir hätten noch 26 Kühe. 25. Aber hier ist auch schön Klee drauf. Hier auf der 14. Könnte man. Oh, überlege mir dazu pachten. Nee, Klee oder Luzerne. Wer wäre das? Aber das ist halt riesig, ne? Da häckseln wir eine Weile. Feldrechner. Die 14 hat 43 Hektar. Wenn man überlegt, die 40 hat, glaube ich, 13. Ja, 40 hat 13 Hektar. Wäre fast doch fast das Vierfache. Das muss immer eben sehen, wie es passt mit den Silos. Weil wir können machen ja vielleicht noch zweiten Grasschnitt, dann ist das voll. Mais, Ackergras, dann haben wir 4 Silos.
Nochmal, ja gut, wir haben bei uns das Stück Luzerne. Boah. Klee könnte aber passen. Mal Luzerne ein, zwei Felder nehmen. Hier. Klapp mal ganze Geschirr aus. Wie gesagt, nächstes Jahr haben wir dann hier auch überall die Fahrgassen, weil eine hat nicht geklappt, wie es wollte. Ach, das kann ich gar nicht düngen. Okay. Kann ich das hier auch nicht düngen, ne? Nee. Das ist nicht hell. Warum kann ich das nicht düngen? Ach, da ist ja schon die volle Düngung drauf. Okay. Und wir können die Fahrgassen, glaube ich, sogar wirklich mit Kursplay machen. Aber wir haben ProSeed einstellen können und dann haut er rein. Gucken wir. Sagt hier ist Roggen drauf. Wir könnten auch Roggenheck, GPS-Wechsel machen. Gucken wir mal hier bei Ding. Hier die 11 müsste eigentlich gehen. Wie gesagt, weil ich die Felder ja jetzt zugepachtet habe. Ist das mit der Düngeverteilung ja ein bisschen anders. Und ein paar hatte ich ja auch mit also Unterfußdüngung. Hier links. Wie gesagt, hier haben wir mit ProSeed gearbeitet. Da brauchen wir nämlich keinen GPS. Können auch schön in Ansicht fahren. Aber ich glaube, das geht auch nicht. Oder hat das Season? Fußstapf Season mit rein. Gucken wir mal. Nö. Sind die denn fertig gedüngt?
fahren wir hier mal rauf, dann fahren wir hier oben in die Ecke rein. Wie gesagt, das werden wir dann nachdüngen. Hier fahren wir dann nach der Ernte. Nee, das wird auch nicht gehen. Weil der Boden ist dunkel. Doch. Na gut, dann machen wir hier eben den Hafer. Wie gesagt, das Vorgewende, das passt immer nicht ganz so. Und wie gesagt, hier, guck mal, kann man auch schön in Ansicht fahren. Sag, Vorgewende ist immer so eine Sache. Ob das passt? So. Deswegen dann alles jetzt wieder im neuen Jahr dann auch mit Prosit machen, ja, außer grünen Landflächen, ne? Da brauchen wir keine Fahrgassen. Mal kurz. Ja, okay. Zeigt er auch an. Ich habe diesmal, wenn wir nicht ganz alles erwischen am Rand. So. Wackelt aber ganz schön. Mit den Ernten immer näher. Wir sind jetzt 5. Spätfrühling. Einen 5. Tag von 6. Wie gesagt, ich denke mal mit. Mal schauen. Was wie wo denn noch so weit ist. Wie gesagt, da drüben sind. Rüben sei schon Möhren, Karotten drauf, die noch zu ernten. Aber wie gesagt, wo ich das gepachtet habe, war drauf halt, wenn wir für die Kühe den Getreideschrot machen. Können wir nächstes Jahr ein Feld Rüben machen. Rüben Schnitzel machen und dann die Kümmer für den.
Genau, die Ernte für die Karotten müssten ja funktionieren. Die waren ja, glaube ich, mit bei. Bis jetzt noch nirgendwo angeeckt. Eigentlich sehe ich die Feld einfach. Mal gucken, ob ich einen Streuer finde, also Mineral- und Düngerstreuer, der 30 Meter hat. Ja, könnten eigentlich auch immer Flüssigdünger ausbringen. Aber schick, ne? Mit Fahrgassen ohne GPS immer einstellen. Könnte man hier ein. Konnte man auch einen Verbrauch. Oh, dann wird nächstes Jahr alle Felder schön mit Fahrgassen. Oh, das wird schick. Dann ist Spritzefahren auch ganz einfach. Meine Fehlstelle im Drill. Der Axion hier hat auch schon 73 Stunden runter. Siehst du, haben wir gleich einmal eine Runde rum. Ich sag, hier hatte ich mal was ausprobiert. Ich habe hier einfach, bin einmal mit der Drille rumgefahren, habe mit dem Spurreißer rausgemacht, bin ein bisschen immer vom Rand weggeblieben. Aber wie man sieht, passt das recht gut. Aber dann machen wir eben, weiß ich was, so einen halben Meter, Meter, düngen wir den Rand nicht mit. Ist ja nicht so wild. Siehst du, dann sind wir schon eine Runde rum.
suchen wir uns mal die nächste Bahn. So. Und ich glaube, wir fahren jetzt mittendrin. Oh, siehst genau. Wir fahren jetzt mitten inne im Feld. Sag, da ist noch eine Spur. Oh, können ja da oben rechts fahren. Denn nachher hier die zweite nehmen. Da mal ein schönes Bild. In diesem Sinne sage ich natürlich auch wieder recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.